So, willkommen zurück bei einer weiteren Folge Sekiro. Hat jetzt ja doch noch ein paar Folgen gedauert, bis wir hier weiterkommen, ne? Aber war richtig so, ist noch mal einiges passiert. Ich weiß jetzt gar nicht. Haben wir jetzt hier schon die Sachen verbessert? Okay, das geht nicht. Angriffskraft. Ja, der Wächteraffe. Haben wir letztes Mal ge. Ne? Und, können wir uns jetzt erstmal die Angriffskraft abholen und jetzt haben wir ja hier endlich diese Klinge. Ne? Hier soll es weitergehen. Mal schauen, was jetzt passiert. Maske ist wieder on point im Gesicht. Schaut lit aus. Nur? Was ist jetzt? Ich rück nochmal zur Seite. Vielleicht ist ja ein geiles Thumbnail dabei, ne? Deswegen gehe ich doch mal aus dem Bild. Diese Maske. GG, Bruder. GG. Drei Affen. Oh nein. Eines der Paneele ist leer. Nein, Bruder, hör doch auf. Nicht schon wieder Affen. Gut. Wandschirmaffe. Next one, next boss. So, jetzt sind Wandschirmaffe. Aber er hat doch gesagt drei Affen, ne? Eine Paneele ist leer. Wie geht denn das jetzt hier? Warte mal, stopp. Stopp, stopp. Ich muss mir hier mal die Physics anschauen. Okay, da ist offen. Ich verstehe. Okay, wir sind jetzt hier in einem komplett neuen Gebiet, was aber ziemlich lost ausschaut. I mean, wie so eine Geisterwelt eigentlich. Hier sind gelbe Fußspuren, die hören hier aber auf. Okay, ich weiß nicht, ob das hier alles lediglich ein Bossgelände ist. Also hinten steht der Affe. Da hinten steht der Affe. Was ist, wenn ich hier reingehe? Ist das dann ein Fehler? Ist das schlecht? Okay. Hier klebt was an der Wand. Der Lärm des tosenden Wasserfalls ist ohrenbetäubend. Sicher kann niemand hier etwas anderes hören. Okay. Aha. Ist hier wieder Fußspuren oder was ist das? Blätter? Da ist der Affe. Okay, es sind ja mehr Affen, ne? Ja, I see, I see. Wir schauen uns hier erstmal um, ne? Bevor ich jetzt hier einfach reinrenne, weil es ist halt immer noch Sekiro, es ist ein Boss. Auch wenn der Affe jetzt nicht so groß ausschaut wie der letzte, ne? Er ist mit Sicherheit irgendwo gefährlich. Deswegen schaue ich erstmal, wie das Gelände hier ist. Muss ja irgendwie einen Sinn haben, dass das hier alles so riesig ist. Und ich höre es die ganze Zeit tapseln. Hier ist eine Glocke. Okay, ich weiß nicht, ob das gut ist, die zu läuten. Ich glaube, dann sind wir direkt busted. Was ist hier? Die Glocke ist ohrenbetäubend. Wenn du sie leichtfertig läutest, schadet das deinem Gehör. Oh. Meinem Gehör? Kann ich mir das vorstellen? Höre ich dann weniger? Also, weil ich höre jetzt dieses. Diese Tapseln, ne? Ich gehe auch hier echt geschleicht durch. Ist ja echt groß. Also ist doch nicht alles jetzt hier Fight-Gebiet, oder? War das hier drin? Oh, hier komme ich hoch.
Ja, gut. Gut. Ist hier was? Hier liegt auch nichts. Also wir haben einen grünen Affen in der Mitte, wahrscheinlich Gift oder so. Der andere, der sah ein bisschen nach Grauen aus, als der da so weggegangen ist. Da hinten sitzt er, ne? Man sieht ihn ganz leicht. Ich muss hier aber überall erstmal reinschauen. Vielleicht ist hier noch irgendwie was. Also wir haben eine Glocke, die wir läuten können. Und wir haben einen Wasserfall, wo man nichts hört. Ich denke mal, das ist alles wichtig, weil es ja Bossgelände ist. Was ist hier? Wieder ein leerer Raum. Da vorne betet jemand. Und noch jemand, der sich in den Hallen der Illusion verirrt hat? Ich denke, ihr seid auf einer Mission und wollt diesen Ort verlassen. Jetzt sind wir erst mal hergekommen, ja? Also. Müsst ihr die Affen besiegen, die auf den Tafeln beim Eingang der Halle abgebildet sind? Ist das geschehen, wird die Stimme des göttlichen Kindes zu euch sprechen. Okay, wir haben Violett, Orange und Grün. Der Affe im violetten Kimono ist der sehende Affe. Er hat ausgezeichnete Augen, sieht auf große Distanz und ist sehr wachsam. Wenn er euch erblickt, rennt er sofort weg. Na, Scheiße. Er ist sehr scheu. Okay, Violett ist eine Muschi. Die müssen wir chasen dann, okay? Orange. Der Affe im orangenen Kimono ist der sprechende Affe. Er kann zwar weder besonders gut sehen oder hören, aber er macht ein Riesengezeter, wenn er eine Gefahr sieht, sodass alle anderen Affen wegrennen. Vielleicht spielt er aber auch nur gerne mit Menschen. Der Affe im grünen Kimono ist der hörende Affe. Er hat ein ausgezeichnetes Gehör, hört über große Distanz und ist sehr wachsam. Er rennt grundsätzlich weg, wenn er euch näher kommen hört, was es schwer macht, an ihn heranzukommen. Er ist sehr scheu. Okay, also an Violett und Grün kommen wir sehr, sehr schwer ran. An Orange, der schreit, dass alle Affen mithören. Also müssen wir in einer gewissen Reihenfolge vorgehen, denke ich mal. Ja, da ist wahrscheinlich der Orangene. Also wenn wir vielleicht erst den Violetten besiegen, weil der sieht gut, aber wenn wir uns perfekt anschleichen, können wir das dodgen. Dann ist einer weg, ja. Dann müssen wir den Schreienden wegbringen, also der Orangene, ja. Und wenn der nicht mehr schreit, dann ist es auch besser, weil der grüne Affe uns nicht mehr so gut hört. Okay, gut, also Violett. Wo ist denn Violett? Ich möchte die Hallen der Illusion nicht verlassen. Ja, ist ja auch gut. In der Regel ist es hier sehr ruhig. Also ist sie auf ihre Art dem Nirvana nah. Zumindest empfinde ich es so. Ach ja, übrigens, es gab schon mal jemanden wie euch, der auf einer Mission war. Ich glaube, er hat die Affen eine Weile verfolgt, aber letztendlich kehrte hier wieder Ruhe ein. Ich bete, dass es euch glückt. Gut, also. Der ist doch grün, Alter. Was hast du denn mit Orange, Violett und? Orange, Violett und Grün, ne? Was? Gibt es etwas, ich werde. Okay, da ist grün, okay. Violett. Es Violett. Gab schon mal ja, ist okay. Ich glaube, da oben ist Violett. Und das wäre dann unser Ziel Nummer 1, ne? Okay, wir haben jetzt einen, der sehr, sehr gut hört. Einen, der sehr gut sieht. Und einer, der nicht hört und nicht sieht, aber dafür alle anderen warnt. Ja? Okay. Dann. Er sitzt da oben. Wir müssen halt jetzt irgendwie uns wirklich von hinten da anschleichen, ne?
Und vielleicht hier rüber gehen? Es ist. Okay, sind das meine Fußspuren? Okay. Heftiger Shit hier. Also ich habe auch das Gefühl, vielleicht ist der Boss weniger stark als eher tricky, ne? Ah, es sind halt so safe nicht meine Fußspuren. Das heißt, der verfolgt mich irgendwie. Puh. Ist nicht so leicht jetzt. Nicht so leicht. Hier rüber. Alter, okay, er hat mich gesehen. Der bekommt man halt echt Paranoia bei diesen Fußtapsern. Okay, er sieht mich immer. Komm her, komm her. Wait, what? Ist er nach da jetzt oder was ist das hier? Eine bloße Flamme im Wind. Wenn sie erlischt, wird der Ort dunkel wie die Nacht. Dann können wir. Okay, können wir das auch wieder schließen? Nicht. Mhm. Hier ist jetzt dunkel. Scheiße. Wo ist der Affe jetzt hin? Komm her, Junge. Komm her. Oh, verdammt. Okay, das ist echt tricky. Alter. Ich glaube, einfach den nachrennen macht keinen Sinn, ne? Scheiße. Sorry, dass ich jetzt so ruhig bin, aber ich bin echt ein bisschen perplex. Wo sind denn die jetzt? Seht ihr, die haben mich genau auf dem Schirm. Ich muss den doch irgendwie einfach in den dunklen Ort bringen, oder nicht? Okay, jetzt geht er da rein. Ich weiß nicht, war das jetzt das, wo es so dunkel war auf einmal? Ja. Ja, easy, einer ist weg. Aha. Gut. So, der Sehende ist weg. Jetzt haben wir den gut hörenden, glaube ich. Den können wir wegklatschen. Wenn wir im Wasserfall sind. Oder wenn wir die Glocke läuten, ne? Wo bist du? Ich weiß halt nicht, wo welcher jetzt ist, ne? Ich will hier irgendeinen läuten. Okay, da hinten ist der Orangene. Der kommt ja als letztes. Aha, da hinten war gerade was. Der ist da drin. Gut. Gut. Junge, wie komme ich hier rein, Alter? Komme ich hier? Oh ne, hier ist Schicht im Schacht. Der ist hier oben. Ehre. Ich glaube, da kommt er nicht weg. Er kommt weg. Junge, komm her.
Okay, never mind. Der läuft jetzt hier lang. Ich muss nur gucken, wo er sich hinschillt. Okay. Er hat Grauen. Er hat legit Grauen. Oh. Okay, jetzt ist hier ein Geisteraffe. Oh, der wird uns schön auf den Sack gehen noch. Der wird uns noch richtig schön auf den Sack gehen. Wo ist jetzt der scheiß Hearing Monkey, Alter? Oh Mann. Da hinten war ja orange. You kidding? Okay, da unten war die Glocke. Ich muss mir das irgendwie merken. Die ist beim Baum auf der gegenüberliegenden Seite von dem Betenden, ne? So, also der sieht nicht gut und hört nicht gut. Vielleicht, ne? Vielleicht macht's der ja. Ist der noch da? Ja. Okay, weg ist er. Jetzt haben wir den letzten noch. Unser Hearing Monkey, Alter. Die Frage ist, wo bist du? Bist du hier unten? Ah, du bist wieder auf deinem... Holy shit. Okay, ich glaube, ich pack mir mal hier... Oh, das Beruhigungsmittel, das muss ich noch reinmachen. Ich nehme mal einen Trank. Beruhigungsmittel. Falls die doch mal zu stark werden oder zu viel, ne? Okay. So, jetzt muss ich hier irgendwie runterkommen. Der ist hier in der Mitte. So, jetzt scheppert's. Scheiße. Ich muss den, glaube ich, an einen anderen Spot bringen. Okay, er schaut zu mir. Okay. Nochmal die Glocke läuten, vielleicht jetzt halt, wo er in die Richtung schaut. Vielleicht, ich weiß nicht. Also die Musik wird auch ein bisschen krasser. Oh, der hat was gedroppt. Oh, das ist... Okay, jetzt werden es mehr. Die Musik, hört ihr das? Wird stressiger. Okay, wo schaust du hin, Junge? Wo schaust du hin? Er schaut zu mir. Okay, dann klinge ich jetzt einmal die Glocke. Beobachtet er mich? Weil das wäre bitter. Ja, der beobachtet mich. Ja! Erde! Hab ich's? Oder ist jetzt wieder... Haha, du hast's doch noch nicht! Ich glaube, es kommt eine Stage 2. Es kommt safe eine Stage 2. Auch wenn es ihnen nicht gelungen ist. Jetzt ist da ein anderer, ne? Und der ist wahrscheinlich jetzt der übelst Kranke.
Schließ deine Augen. Gehen wir zum innersten Heiligtum. Oder? Oder vielleicht doch nicht. Na? Als Teleport, alles klar. Das war auch lit, oder? Was sagt ihr? Ich gehe immer zu spät zur Seite, habe ich das Gefühl. Okay, ja, wir sind jetzt halt... Ne, den haben wir jetzt zerlegt, alles klar. Puppenspieler Ninjutsu, also das ist wieder so eine andere Fähigkeit, ne? Eine Ninjutsu-Technik, die das Opfer wie eine Marionette manipuliert, verbraucht Geistembleme, wird nach einer Hinterrücks-Todesschlag ausgeführt. Diese Technik zwingt vorübergehend jemanden, der aus diesem Reich hätte fliehen sollen, zu bleiben. Eine Marionette wird sich nach dem Willen ihres Meisters bewegen, doch letztendlich werden ihre Fäden reißen. Gut, wir können, würde ich jetzt mal sagen, übersetzt, für eine bestimmte Zeit jemanden kontrollieren nach so einem Hinterrücks-Todesschlag. Halle der Illusion aufsuchen. Ah, da geht's wieder zurück, oder wie? Ich muss schon sagen, ey, das Gebiet hier gefällt mir schon sehr. Ne? Das ist schon geil. Okay. Ah, hier ist ein wichtiger Ort, oder wie? Okay. Ja, machen wir gleich mal die Angriffskraft hoch, ne? Der Boss war jetzt ganz cool, so. Mal nicht heftig strugglen und 20.000 mal wiederbeleben, sondern einfach mal mit Kopf und ein bisschen Glück vorangehen, ne? Emma? Ist das Emma? Was suchst du? Das ist eine andere. An diesem Ort. Ich suche die sterbliche Klinge. Kennst du die Geschichte von der Klinge, die nicht gezogen werden kann? Ja. Sie heißt so, weil jeder, der sie gezogen hat, mit dem Leben bezahlen musste. Und dennoch willst du es versuchen? Ja, wir kamen ja immer noch einmal frei, ne? In Ordnung. Verstehe. Nun gut. Ui. New Equip, Alter. Wenn du bereit bist, wirf einen Blick auf die Klinge. Kann man die auch modden? Also nebenbei? Junge, die Maske. Wiederbeleben, bitte? Ich frage mich, wieso? Fürchten Sie den Tod nicht? Nanu? Wie hast du... Ganz easy. Einfach einmal rechtsklick hier drauf und dann... Verstehe. Du trägst den Fluch des Vermächtnisses des Drachen. Die sterbliche Klinge. Vorbehaltlos. Empfange ich die Macht. Scheiße, Alter. Geil. Die braucht man nicht, modden. Ein Odachi, das Unsterbliche töten kann. Seine blutrote Klinge nimmt jedem das Leben, der sie zieht. Okay, ja, uns nicht, weil wir sind der Ober-G, ne? So, es wurde lange im Senpo-Tempel versteckt. Und nur jemand mit der Macht der Auferstehung kann eine so furchterregende Waffe führen. Ihr wahrer Name ist eingraviert. Gütiges Geschenk der Tränen. Haben wir jetzt zwei Waffen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also Stilfaktor nochmal plus Mods, ne? Hochgeschossen. Holy. Seht ihr das? Warte mal. Ich weiß, ich kann noch mit dir reden, aber jetzt mal ohne Witz. Dafür muss Zeit sein. Ah, schön. Jetzt haben wir hier unsere Axt. Links Katana und hinten Uchi. Ihr wisst, was ich meine, ne? Ihr wisst, was ich meine. Geil, okay. Ehre. Aber was hast du jetzt noch zu sagen? Du dienst also dem göttlichen Erben des Vermächtnisses des Drachen. Mhm. Ja. Wozu brauchst du die sterbliche Klinge? Ich will die Tränen des Drachen aus dem Reich der Götter erlangen. Ich möchte die fesseln. Verstehe.
Ich habe etwas darüber gelesen. Ich habe gelesen, dass es einen Weg gibt, um das Drachenerbe zu durchtrennen. Was bedeutet, der göttliche Erbe lehnt die Macht des Drachenerbes ab? Ja. Das Schicksal kann eigenartig sein. Ich bin ein Kind des ewigen Wassers, erschaffen von jenen, die alles für die Unsterblichkeit tun würden. Mein falsches Drachenblut ist Menschenwerk. Kinder, also gibt es noch mehr. Ich bin die Einzige, die diesen Prozess überlebt hat. Die anderen liegen hier begraben. Ich verstehe. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, die Fesseln der Unsterblichkeit zu durchtrennen. Aber das Drachenerbe verdirbt zweifellos das Leben der Menschen. Und ich teile die Einstellung des Erben zu dieser Wahrheit. Shinobi des göttlichen Erben. Ich werde dir helfen. Streck bitte deine Hand aus. Was? Segnet uns mit einer reichen Ernte. Die richtige oder? Okay. Reis. Aus dem Supermarkt. Reis aus der Hand des göttlichen Kindes des ewigen Wassers. Er stellt schrittweise für kurze Zeit Vitalität wieder her. Also wie Käferkügelchen. Das war Dark Souls. Kügelchen, oder? Weißt schon, ne? Selbst bei nicht-göttlichen Wesen sorgt die Macht des Drachenbluts für eine reiche Ernte. Reis ist wertvoll. Er stellt nicht nur die Vitalität wieder her, sondern wird süßer, je mehr man davon isst. Okay. Ist das Reis? Bitte sehr. Dieser Reis ist kostbar. Er schmeckt besser, je mehr man davon isst und spendet Kraft. Das ist irgendwie, das hört sich komisch an. Shinobi des göttlichen Erben, du bist hier willkommen. Um Reis bitten. Heiliges Kapitel infiziert geben. Es tut mir leid. Der Reis ist noch nicht bereit für die Ernte. Du bekommst mehr, wenn die Ernte abgeschlossen ist. Gut. Was ist das? Das ist für euch. Was ist das? Ich soll euch das geben. Danke. Ich... Wird schon richtig gewesen sein, ne? Was ist los? Ich... Aber ich... Ich kann nicht anders, als sie zu verachten. Leb wohl, Shinobi des göttlichen Erben. Mögen die Ernten reichhaltig sein, wo immer dein Weg dich hinführt. Gut, ne? Ja, Ehre. So, jetzt haben wir hier ein... Jetzt stelle ich mir aber wieder die Frage, wie soll es denn eigentlich weitergehen, ne? Also ich meine, klar, wir müssen jetzt zum göttlichen Erben zurück. Gut. Aber so map-technisch. Weil hier schaut es mir einfach so aus, als wäre das einfach wieder ein wichtiger Ort. Kügelchen, die meinte ich vorhin. Aber da gibt es hier wirklich noch weiter. Ich will einfach nur mal kurz gucken, jetzt halt auch im Hinblick auf die nächste Folge, ob es hier weitergeht. Wow, wir können die Tür mal öffnen. Holy shit, okay. Okay. Ach nein. Wir sind jetzt wieder in diesem Senpo-Tempel-Haupthalle, ne? Ja, okay. Ne? Schön. Können wir hier mal kurz rasten. Würde ich aber auch sagen, für die Folge war es das. War mal eine ruhige, chillige Folge, ja. Mal einmal ein Bossfight, wo ich nicht eskaliert bin. Wenn ihr wissen wollt, wie ich eskaliere, einfach mal in die letzte Folge reinschauen bei diesen Wächteraffen. Holy. Holy, okay. Fick dich, du Sohn, Alter. Hey. Wir haben ihn gleich. Gut, ne? Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, Leute, und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Macht's gut.